El-Kaus for sexual and gender diversity in Palestinian society. Unserem Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit anschließt. Für eure Aufmerksamkeit bedanken sich queere palästinensische Aktivistinnen. Leider war es nicht möglich für Mitgliederinnen der beiden Organisationen, nicht die finanzielle Möglichkeit dazu haben oder weil sie kein israelisches Pass besitzen und damit kein Recht auf Einreisen in die EU haben. Trotzdem freuen wir uns, dass einige Aktivistinnen von den beiden Gruppen uns einen Redebeitrag zugeschickt haben und den werden wir jetzt vorlesen. Hallo, wir sind hier. Liebe TeilnehmerInnen des brandgenialen CSD, als palästinensische Queers sehen wir die Queer-Bewegung ihrem Wesen nach als politisch und als eine solche, die die Intersektionen zwischen verschiedenen Kämpfen analysiert, die die Mächteverhältnisse evaluiert und die versucht, diese herauszufordern. Wir glauben fest daran, dass der Kampf für die Rechte der unterdrückten und marginalisierten queeren Minderheit nicht vom weltweiten Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung getrennt werden kann. Dies ist in der stolzen Geschichte der Queer-Bewegung, die sich zahlreichen globalen soziopolitischen Kämpfen gegen Unterdrückung, Imperialismus, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung weltweit angeschlossen hat, offensichtlich geworden. In Kontinuität mit dieser stolzen Geschichte rufen wir, palästinensische queere AktivistInnen, die LGBTQI-Communities der Welt dazu auf, für Gerechtigkeit in Palästina einzutreten. Seit 63 Jahren hat der israelische Staat mit seiner kolonialen Herrschaft systematisch und kontinuierlich elementare Rechte der palästinensischen Bevölkerung verweigert. PalästinenserInnen, die im Westjordanland leben, wurden einer brutalen militärischen Besatzung unterworfen, die sich durch ihre illegale Siedlungen, Checkpoints und der Mauer manifestiert. PalästinenserInnen, die in Israel leben, sind täglich mit systematischer, legalisierter Apartheid-Politik konfrontiert, die sie in allen Sphären ihres Lebens diskriminieren und sie zu StaatsbürgerInnen zweiter Klasse machen. Die Mehrheit der in der Diaspora lebenden PalästinenserInnen wird fortwährend ihr international anerkanntes Recht auf Rückkehr verweigert. Die 1,5 Millionen PalästinenserInnen in Gaza erleben von allem die brutalste Form der Unterdrückung, da sie aufgrund der jahrelangen illegalen israelischen Belagerung in einem Open-Air-Gefängnis leben. Die Unterdrückung durch den Staat Israel unterscheidet nicht zwischen queeren und nicht queeren PalästinenserInnen. Nicht nur müssen palästinensische Queers täglich diese Ungerechtigkeiten wie alle anderen PalästinenserInnen auch erleben und durchmachen. Auch werden ihr Namen und ihre Kämpfe aufs Massivste missbraucht und zweckentfremdet, um Israel ein demokratisches, homofreundliches Image zu verpassen und um seine kontinuierliche Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung pink zu waschen. In den letzten Jahren hat Israel eine internationale Kampagne geleitet, die versucht, Israel als die einzige Demokratie und als Schwulenparadies des Nahen Ostens zu präsentieren, während es ironischerweise PalästinenserInnen, die täglich unter Israels Rassismus und Terror leiden müssen, als barbarisch und homophob darstellt. Diese fein abgestimmte Pinkwashing-Kampagne mit ihrer liberal-progressiven Natur ist eine zynische Art, die das Ziel hat, die internationale Aufmerksamkeit von den groben Verletzungen der Menschenrechte und von internationalem Recht abzulenken. Daher rufen wir palästinensische Queer-Aktivistinnen, alle queeren Gruppen, Organisationen und Aktivistinnen weltweit dazu auf, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und sich der israelischen Pinkwashing-Bemühungen in den Weg zu stellen. Eine der Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen, besteht durch die Unterstützung der Kampagne für Boykott, Desinvestition und Sanktionen, kurz BDS, gegen den Staat Israel und alle Unternehmen und Institutionen, die von der Unterdrückung der PalästinenserInnen profitieren. Diese Kampagne hat als Vorbild die Boykottbewegung gegen Apartheid Südafrika und soll so lange bestehen, bis der Staat Israel seine vielfältigen Formen der Unterdrückung,
der PalästinenserInnen beendet. Wir haben die Hoffnung, dass unser Aufruf in euren Communities gehört wird und ihr euch unserem Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit anschließt. Für eure Aufmerksamkeit bedanken sich queere palästinensische Aktivistinnen.